Es gibt in Deutschland in vielen Bereichen eine Übervorsicht gegenüber Neuerungen, gegenüber neuen technologischen Entwicklungen, Bedeutung. Und deswegen brauchen wir einen engen Schulterschluss zwischen Deutschland und China. Herr Dr. Hans-Peter Friedrich, meine erste Frage heißt, wie viel Kontinuität und Stabilität soll man von der deutsch-chinesischen Beziehung erwarten? Also China ist für Deutschland ökonomisch, technologisch, aber auch politisch ein wichtiger Partner und auch umgekehrt. Ich glaube, wir sind auch für China ein wichtiger Partner in Europa. Und deswegen muss es Kontinuität geben, denn solche wichtigen Partnerschaften müssen auch gepflegt werden, unabhängig, wie sich innenpolitisch die Verhältnisse ändern. Und ich bin da auch sehr optimistisch. Wir haben eine neue Bundesregierung und ich gehe davon aus, dass die Beziehungen Deutschland zu China Chefsache im Kanzleramt sind. Olaf Scholz, unser neuer Bundeskanzler, war Bürgermeister von Hamburg, hat in dieser Funktion sehr viel auch investiert schon in die Beziehungen zwischen Deutschland und China, hat sehr viel dafür getan und ich gehe davon aus, dass das auch in seiner Funktion als Bundeskanzler so weitergehen wird und er in die Kontinuität von Angela Merkel eintritt. Warum ist es so wichtig, dass Deutschland und Europa mit China im Dialog bleiben kann und wird? Und zunächst mal glaube ich, in einer globalisierten Welt müssen alle Länder in einer gemeinsamen Verantwortung zusammenarbeiten, wenn es um die großen Herausforderungen der Menschheit geht. Die Rettung unseres Planeten vor Überforderung, Umweltschutz, Klimaschutz, aber auch die Frage der Gesundheit, was wir jetzt gerade in der Pandemie auch spüren, aber auch der Kampf gegen Hunger in der Welt, das alles sind wichtige Themen, bei denen alle Regierungen der Welt zusammenarbeiten müssen. Aber Europa und China haben natürlich noch eine ganz besondere Verantwortung. Wir leben gemeinsam auf einem großen eurasischen Subkontinent. Und ich glaube, die Achse zwischen China und Europa, zwischen der EU und Europa als Entwicklungsachse, aber auch als Stabilitätsachse, ist von entscheidender Bedeutung. Und deswegen brauchen wir einen engen Schulterschluss zwischen Deutschland und China. Die neue Bundesregierung will Klimaschutz und Digitalisierung verbessern. Wird es mehr Raum für die Zusammenarbeit mit China eröffnen? Also das Thema Digitalisierung ebenso wie Klimaschutz sind ja zwei herausragende Herausforderungen, nicht nur für die Politik, sondern für die Wirtschaft, für alle Unternehmen. Die großen Transformationsprozesse werden in diesem Bereich jetzt stattfinden müssen, in den nächsten ein, zwei, drei Jahrzehnten. Von daher ist das ganz oben auf der Tagesordnung für alle. Und ja, ich glaube, dass es gerade zwischen Deutschland und China in diesen Fragen sehr viele Möglichkeiten gibt, auch für deutsche und für chinesische Unternehmen. Die großen Themen, denken Sie an die Nutzung von Wasserstoff beispielsweise und anderes, wird uns auch sicher in der Zukunft zusammenschweißen. Ich stehe zu einer Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der EU mit China. Wir können voneinander lernen. So hat Angela Merkel in ihrem letzten Interview gesagt. Was kann man voneinander lernen? Also ich denke, wir können von China und den Chinesen allgemein lernen, mehr optimistisch auch gegenüber Fortschritt und Technologie zu sein. Es gibt in Deutschland in vielen Bereichen eine Übervorsicht gegenüber Neuerungen, gegenüber neuen technologischen Entwicklungen, während die Chinesen zunächst mal die Chancen sehen und dann in zweiter Linie die Risiken. In Deutschland ist das umgekehrt und ich denke, man sollte von den Chinesen lernen, dass es gut ist, neue Projekte einfach mutig anzugehen und auch natürlich zu akzeptieren, dass etwas mal nicht funktioniert, dass etwas einmal scheitert, aber zunächst mal die Chancen in den Vordergrund stellen. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir von China lernen müssen. Und was die Chinesen von uns lernen können, das müssen sie eigentlich beantworten. Ja, wie zum Beispiel Wasserstoff und neue sozusagen grüne Technologien und so weiter. Ich würde nicht lernen sagen, aber vielleicht zusammenarbeiten.
Der von der EU aufgestellte Dreiklang heißt Partner, Wettbewerber und systemische Rivale. Was meinen Sie dazu? Kommt es zu einer Konfrontation bzw. Showdown zwischen Systemen? Also dieser Dreiklang, den Sie ansprechen, der ist ja selbst, hat ja selbst seinen Niederschlag im Koalitionsvertrag der neuen Regierung gefunden. Also wenn man sich die Begriffe anschaut, Partnerschaft ist ganz klar. Ich habe das vorhin gesagt, die Partnerschaft auch zwischen Regierungen und die großen Herausforderungen der Menschheit anzunehmen und erfolgreich zu bewältigen. Wettbewerb, ja, wobei es da weniger um einen Wettbewerb zwischen Deutschland und China oder Europa und China geht, sondern um einen Wettbewerb zwischen Unternehmen. Zwischen deutschen Unternehmen und holländischen und französischen und tschechischen und natürlich auch zu chinesischen Unternehmen. Und was das Thema systemische Rivalität angeht, muss ich ehrlich sagen, bin ich mir noch nicht so ganz drüber im Klaren, was damit gemeint sein könnte. Denn wenn ich die Sache richtig betrachte, dann habe ich nicht den Eindruck, dass Europa gewillt ist, sein politisches System zu ändern. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass China bereit ist, sein politisches System zu ändern. Insofern kann es sich eigentlich bei der Frage der Systemrivalität nur um Rivalität von Machtsystemen, insbesondere zwischen der USA und China, handeln. Und da haben wir als Europäer ein großes Interesse daran, dass das nicht eskaliert, sondern dass wir in einer friedlichen Welt zusammenstehen.